oder was? Weil das macht doch gar keinen Sinn eigentlich. Irgendwie nicht. Irgendwo, ich glaube, ich sehe es. Ich habe den Weg übersehen. Ja, das kann ja machen. Ja, dann mach mal das Ding hier an. Hä? Was denn? Lass hören regnen. Das Ding hier anmachen. Das habe ich nicht gesehen, Entschuldigung. Alter, ich meine hier schon. Oh, ich habe doch nicht meine Brille auf. Wo soll ich das denn wissen? Ich stand da schon. Oh, ich brenne. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Ich konnte mich tatsächlich mal abprobieren an Lass mir mal was verraten. Hä? Ja. Aber sehr cool, Daniel. Sehr cool. Wieso lachen die eigentlich alle? Ey, wir brennen. Ja, wir sind ja durch dieses Bombenfelder gerannt. Wir sind voll heiß. Ich bin wie so ein Schnitzel. Leckeres Cordon Bleu. Ja, morgen. Beziehungsweise heute. Ja. Ein schönes, saftiges, leckeres Cordon Bleu. Yummy. Yummy, yummy, yummy. I got love it, bitte. Oh Gott, nein, bitte nicht. Alles klar. Ring, 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 ring. Banana phone. Das, dass ich da noch eher durchstehe. Atem los. Durch wieder. Wir brennen. Lichterloh. Ich bin doch kein Marshmallow-Mann. Verdammt nochmal. Ich bin ein Marshmallow-Mann. Ich bin ein Marshmallow-Mann. Nee, eben nicht. Ich bin ein. Du solltest vielleicht mal aus dem Feuer da rausgehen. Dann würdest, dann würdest du auch nicht kontinuierlich Schaden nehmen. Das ist eine gute Idee. Das ist nicht ganz unrecht. Das kann der Halter werden mit dir und F14. Ich sage, das wird kein Spiel für mich sein. Ne? Muss man nicht alles selber machen? Oh, Entschuldigung. Weißt du, stehst da gemütlich rum. Lässt dich abfackeln. Ich hab mich regeneriert. Lässt dich abfackeln. Lässt dich abfackeln. Abfackeln. Lässt dich abfackeln. Lässt dich abfackeln. Und du lässt dich abfackeln. 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 Und du lässt dich abfackeln. Das ist so Mobbing, was du machst. Und lässt dich abfackeln. 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 Und du lässt dich. Warum greifen die eigentlich nur dich an? Ja. Also das mit F14 überlege ich mir nochmal ganz gründlich. Nein, tust du nicht. Doch. Nein. Tue ich tatsächlich. Nein, da sehen sich alle nach. Was? Da sehen sich einige nach. Dass du bei F14 dabei bist. Nimm mir drei Personen und du hast Luna, Dufte und Dufte. Bei Luna glaube ich, bei den anderen kann ich es nicht mal anders. Naja, doch, du. Der Typ auf jeden Fall. Und Duft des Streams auch. Okay, ich geb und, dir einfach Vertrauensvorschuss. Und ich selber. Und ich selber. Na gut, ich geb einen Vertrauensvorschuss. Luna sagt auch. Luna, Duft und du. Also ich. Au, ihr abgerutscht. Abgerutscht, 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 abgerutscht. Aua, mein Ellbogen. So blöd zum Hinsetzen. Ne? Aber ich habe dir sogar mehr als drei Leute genannt, nicht? Oh, sollten wir wirklich schlafende Wölfe weg? Na. Nein, sollten wir nicht. Nein, sollten wir. What the fuck is wrong with you? Okay, mir geht's gut, alles gut. Es war zu viel Energie. Da bin ich gar nicht so von überzeugt. Das ist natürlich. Das ist meine Schokoladenseite. Das ist natürlich nicht natürlich. Oh, ich habe gleich alle Bosse. Was ist das denn? Das ist ja ein Riesenviech. Oh.
Was hast du getan? Angegriffen. Sag mal. Ja, super. So, einer ist tot. Also ist nur noch der Fette hier, oder was? Und der Kleine hinter dir. Ich würde erstmal den Kleinen machen. Der Kleine... Ja, ich kann das jetzt nicht... Ach, da ist er. Ja, das brauchst du nicht mehr. Danke für deine Hilfe. Ja, hallo, ich hab's nicht... Oh! du hast sie angegriffen! Ja, Schöpfe, war doch super. Läuft doch. Der ist doch gleich tot. Super, super Wölfe. Super, 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 super. Super, 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 super Wölfe. Die sind super, 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 super bissig. Wundervolle Wölfe, 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 wundervolle Wölfe. Super, super bissig. Man kann bissig, hier alle super, Wölfe sehen und die sind super, super bissig. Super, 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 super bissig. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, meine Energie muss noch dran. Können wir mal ganz kurz warten? Ja, alles gut. Oh, okay, ich dachte, die kommen automatisch her. Regeneration ist aus für Zwerge. Ja, wer muss sich schon regenerieren? Aber hallo, Telirion. Schön, dass du reinschaust. Zu später Stund. Ich hoffe, es geht dir gut. Hoffst du hattest einen wundervollen Sonntag, eine wundervolle Nacht und eine wundervolle Woche. Bist du soweit? Jein. Okay. Oh, nee, der hat hier sein Feuer da. Oh, Gott. Du brennst. Sag sowas nicht. Guck mal, ich hab's ausgetrötet. Ich hab's ausgetrötet. Ey, mir ist das jetzt zu viel Action. Ich hab schon lange nicht mehr in meinem Freizeit. Der Helm drückt. So. Oh, doch wieder Helm. Doch wieder Helm. Ja, aber setz dir hier auch deinen scheiß komischen Hut da auf. Also die Feder musst du mal wieder ausfedern. Ausfedern. Der sitzt hier oben gemütlich. Wunderbares Ausfedern. Und der sitzt hier einfach. Gut gemacht. Na? Das hat mir gut gemacht. Sogar besser als ich, wie es scheint. Die Urukai und die Orks haben mich fast erledigt. Ich habe tiefe Wunden davon getragen. Macht euch jedoch jetzt keine Gedanken um mich. Hinter dem Tor steht der Urukai, der diese Bande anführt. Geht durch das Tor und das schlagt ihnen. Wir können nicht zulassen, dass die Orks eine Festung im Norden aufbauen. Hast du schon wieder einfach so angeklickt? Ich hab, ohne Scheiß, ich habe jetzt echt nichts gemacht. Wirklich nicht. Alles gut, ohne alles Witz gut, alles gut. Wir waren jetzt zum Glück durch. Das hätte ich angemeckert und zu sau gemacht und nein, ich hätte ja keinen Timeout verpasst. Würde ich niemals machen. Weiß ich. Also ich bin jetzt am längsten in der Luft. Das ist gut, Luna. Das ist sehr gut. Was müssen wir jetzt machen? Orks töten? Warte, lass mich kurz was pressen. Pressen? Oh, Kekse. Kekse. Okay, warte. Helm aufsetzen. So. Oh. Scheiße. Ich hab sie nicht angegriffen. Ich weiß, du hast sie gerade selber gegessen. Okay, warte. Erstmal den Kleinen. Ja, ich versuch's. Du musst der Bogenschütze sein. Scheiße. Warte. Ich bin betäubt. Jo, alles gut. Lass das mal die Mama machen. Lass das mal die Mutti machen. Die Mutti macht das gut. Ey, ihr kleinen Pisser. Ah, okay, jetzt kann man ihn gerade nicht angreifen. Wow! Kein Problem, da kommt voll. So, jetzt komm her, du Penner. Wow. Was ist das denn da jetzt schon wieder? Ich kann dir gerade nicht helfen. Nee, das meine ich ja gar nicht. Aber wieso ist da jetzt so ein fetter Gnom da? Gut, ne? Nein. Als gut würde ich das wahrscheinlich nicht bezeichnen. Nee, vor allem, weil ich gleich gut bin. Okay. Ich auch. Ich gehe nach Hause.
Ich glaube, oder? Hey, wir werden ganz unten Mr. gespawnt. Mr. Cannabis, vielleicht machen Sie auch mal irgendetwas. What the fuck, Alter? Soll ich warten, bis du tot bist, oder? Nee, ich bin rausgegangen. Rausgegangen? Achso. Ja, auf dem Türchen. Ja, okay. Ja, es dauert ein bisschen. Scheinbar hat das Tor magische Kräfte, die können das... Die können das nicht, nicht passieren. Wir bleiben... Ja, ich hab meinen Bogen in die Erde gesteckt. Ihr könnt nicht vorbei! Ich nehme jetzt Bogen über die Fernkamera zuerst. Ist eine gute Idee. Ist eine sehr gute Idee. Ah, nee, hier, ich hab Eier und Zwiebeln gegessen. Das stinkt. Ich habe eben noch gar nicht erst realisiert, dass du Fernkämpfer war. Ich bin erstmal nur auf die. Ne, aber erstmal nur das gesehen, was direkt vor uns war. Besiegt Rigut. Besiegt Rigut Helfer. Den soll nicht übertreiben, die ist sie schwer verletzt. Aber das Gute ist, dass hier wenigstens keine Gegner mehr sind. Ja, die haben wir ja wohl auch alle geklärt. Ja, ich hätte sagen können, dass sie Bock haben, nochmal zu spawnen. Nein. Habe ich verboten. Die hätten aber ruhig den Spawnpunkt so in der Mitte nochmal setzen können. Ja, das stimmt. Das wäre zumindest einfacher gewesen. Cannabis hängt da nur davor rum, ey. Gut, also ich... Oh nein! Was ist jetzt passiert? Ja? Hallo? Ich bin mit dem Pferd abgestürzt. Oh. Unabsichtlich. Wir haben Daria verloren. Das war echt keine Absicht. Ich bin ein bisschen zu weit links geritten. Ich bin ein kleines Stück zu weit links. Ich wollte gerade da rechts abdriften. Ja, und dann voll runtergeknallt. Das kann ja mal passieren. Ich war fast oben. Nur zwei Kurven hätte, glaube ich, nur gefehlt. Mann. Ja, Aufmerksamkeit des Straßenverkehrs. Jetzt schaffst du es. Ich bin eine Frau, ich darf das. Wir sind nicht, also. Jetzt schaffst du es. Ich glaube an dich. Nein, du bist nicht. Was aufmerksam im Flugverkehr. Warte. Ah, da muss ich hoch. Jetzt wäre ich beinahe falsch geritten. So, jetzt nicht wieder runterfallen. Wunderbares Reifen. Wunderbares Reiten. Reiten ist gefährlich. Du darfst einfach so in den Graben fahren. Naja, jetzt sind wir ja auch leben. Genau. Ich meine, irgendwo von müssen sie auch ihr Essen bezahlen. Leben. Ich weiß schon, warum ich keinen Führerschein habe. Bin gleich da. Nur ja, eine ich Kurve. Ich sehe ja schon deinen grünen Bobbit. Mein grüner Bobbit? Hallo, hier bin ich. Hallo. Nach gefühlt Stunden. Nö. Warte mal. Warte! Warte! Ich weiß, warum ich keinen Flugschein habe. Ja, das auch. Das kommt da erschwerend hinzu. Ja, ich habe auch keinen Hubschrauberschein. So, das machen wir einmal. Ich will auch was fressen. Komm, jetzt schaffen wir doch mal alles, was wir haben. Guck mal, gefüllter Kohlkopf, auf gut Deutsch Kohlroulade. Ja. Ich hab eine Mittelerde nicht. Okay. Also, ich hätte es nicht für einen Kämpfer. Was sind die für einen Kämpfer? Die hinten stehen. Gut.
Oh. Wow. Hinter dir! Ja! Ich will ja auch ein bisschen den Rücken decken. Also nur so ein bisschen. Ich komm denn. Ich fühle mich gerade auf mich ein, wie viel Rücken soll ich dir denn noch geben? Und ich bin auch noch betäubt. Ja, nee, wie cool. Ich bin schon wieder halt tot. Du greif doch mal an, ey. Ja, es wäre nett, wenn du. Ja, ich meine ja meine Figur, nicht dich da. Mach doch mal einfach, Penner. Ich bin betäubt. Was ist doch auch dieser Fette hier, ey. Scheiße, 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 scheiße. Nein. Ah, fuck. Ja, allein. Okay. Gut, ein andermal. Ist klar, dass wir das dann wieder voll machen müssen. So, alles. Wir machen. Wie alles. Okay. Naja, wenn wir jetzt aus der Instanz rausgehen, müssen wir die komplette Instanz nochmal machen. Ja, wir schaffen es doch aber nicht. Ja, wir gehen auch mit der falschen Taktik wahrscheinlich ran. Ja, wir bräuchten aber nur 3 Leute mehr. Weißt du nicht. Wir haben keine 3 Leute mehr. Wo wollen wir 3 Leute hernehmen? Hallo, Luna ist doch gerade im Flugzeug unterwegs, sollen wir hier eben anlanden. Komm, dann aktivieren wir noch Daten. Komm, einmal noch. Wo bist du denn jetzt hin? Achso. Alle guten Dinge sind 3. Wie schön, dass du selbstmörderisch fallen bist. Also auf dem Server billiger sind wir. Und ja, dann halt hier Wetterspitze-Instanz. Ein kurzes Pfötchen gesetzt. Ja. Mit dem Stub wahrscheinlich gleich wieder. Gerade in deinem Windschatten. Hallo, Mutti. Falscher Weg. Ja, stimmt. Das wusste ich natürlich. Denk dran, nicht hier irgendwo runterfallen. Es gibt Idioten, die fallen hier gerne mal runter. Ja, ich kenne sogar eine. Echt? Ich auch, warte mal. Fang dich einmal ab. Scheiße, dass das nicht geht, ne? Billiger. Billiger sind wir. Oder wie auch immer der. Der ist das, oder? Belgier. Belgier? Keine Ahnung, ja. In Belgien. Ja. Belgiert, keine Ahnung, wie man das jetzt. Wurde uns auf jeden Fall schon mal ganz sagt, wie man es ausspricht. Ich kann kein Hobbitze. Hobbitze. Belgier ist das die Elbe? Nee. Ist doch Elbisch, oder? Ich könnte es auf Klingonisch sagen. Also ich versuche noch zu helfen. Wenn das geht. Dann warten wir hier, würde ich sagen. Wenn das geht, so wie wir uns das vorstellen, dann ja. Wenn es dir nichts ausmacht. Hä? Wer möchte uns helfen? Telirion. Wenn ich zwar nicht, aber wenn es klappt, auch wenn nicht klappt, trotzdem Dankeschön. Doch schon, ich glaube schon das ein oder andere Mal hier gewesen. Das mag durchaus sein, dann nicht übel nehmen. Erst bei einmal in der Woche. Ja, der Ringe nicht ganz so einfach zu merken immer. Korrekt. Wobei, du merkst du eh nichts. Ausloggen. Okay.
Ich muss sowieso noch warten, bis ich dann, bis wir dein Haus in Hausflipper. Ja, ist ja auch kein Problem. Das wird lustig. Lustig, lustig. Tralalala. Fragt sich für wen. Bald ist Kajas Abend da. Erstmal einloggen und schauen, was ich da für einen Char habe. Alles gut, alles gut. Noch haben wir Zeit. Und welche Level? Alles gut. Alles gut. Wir warten. Schade, dass es hier kein Feuerchen gibt. Also bis auf da oben. Warte mal. Warum ist es kalt? Nee. Warte mal. Ach, willst du mich anzünden? Nein. Du tanzt hier vor einer Leiche, Bad Makaber, ey. Ja, geil, ne? Ich will auch. Warte, ich muss mich ein bisschen positionieren. Ja, das passt besser. Und was für eine Ausrüstung. Alles gut. Wir sind geduldige Menschen. 26er Bio hätte ich. Okay. Also 26er ist ja schon mal perfekt. Wie nennt sich der Tanz, den du gerade machst? Tanz 1. Ich dachte, er hat aber. Tanz 1. Es gibt auch noch Tanz 2 und Tanz 3. Okay, ich mach Tanz 3. Oh, ich bin zwar immer noch ein bisschen makaber von der Leiche, aber na gut. Es ist so ein Schamgefühl haben wir ja nicht, wenn wir auch Pietät. Da steht er ja wieder auf, wer weiß. Alles gut, alles gut. Vorbereitung muss sein. Wir bereiten uns ja gerade auch professionell wie immer vor. Ich befürchte ja, dass wir trotzdem erstmal raus müssen. Aber zu dritt geht's ja schneller. Wo müssen wir raus? Naja, wir sind in einer Instanz. Weil ich weiß nicht, ob man einfach so in der Gruppe denjenigen dann reinspawnen kann. Das macht keinen Scheiß. Wir sind, wenn dann aber zu dritt. Geht ja schnell. Wir kennen den Weg ja jetzt. Wir müssen ja nicht mehr geradeaus laufen. Ja, das stimmt. Und erstmal irgendwie zur feste Kurve kommen. Das ist leicht, das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin. Okay, Kaya kriegt es nicht mehr. Kaya ist tot umgefallen. Ey, das war zu viel Tanzen. Einmal RIP für Kaya, bitte. Hab mich meine letzte Kraft gekostet. Oh, scheiße. Wenn ich die Elfen im Vordergrund, den Sound im Hintergrund sehe, denke ich, spontane Empfehlung. Ja, aber so ein großer Pfahl passt bei uns nicht rein. Können etwas sehr heftig werden. Sehr haftig. Haftig, deftig, gut. Jetzt auch ihr Elb am Spieß. Demnächst einkaufen. Nur noch 5,99 €. Bestellen Sie einen leckeren Elben am Spieß. Und es, wenn gibt, Sie jetzt es, gibt, es gibt ihn geröstet, es gibt ihn mit Barbecue-Soße und es gibt ihn mit einer leckeren Cocktailsoße. Aber das war noch nicht alles. Sie kriegen auch noch knackige Pommes dazu. Gratis dazu. Aber halt, das war immer noch nicht alle. In 10 Sekunden gibt es noch einen kleinen Hobbit als Sklaven dabei. Lassen Sie das Angebot nicht entgehen.
Jetzt immer auf, wenn du tanzt, du machst mich vollkommen kirre. Okay, warte mal. Also ich zieh mir gemütlich einen durch und du tanzt da einfach. Ja, warte mal. Erstmal einen dübeln. Wie sieht das eigentlich aus bei Elben? Auch noch wie so ein Klumpen oder halten die das besser durch? Was? Die Lunge, wegen Rauchen. Das erinnert mich so sehr an ein Video gerade. Was genau? Satz sich am Po wie Odin. Da juckt der Arsch. Wegstecken. No, no, no. Tada! Da ist er ja. Das ist er. Unser Kollege, der uns freundlicherweise hilft. Das Ding hat's verraten. Ja, in der Tat. Ich dachte, vor allem, ich dachte gerade erst so, warte, was? Erstmal hat er es abgesucht und dann. Ah! Gefunden! Hunden! Nur zum Spiegelzeichen. Alles gut. Immer in der Gruppe bist du ja schon mal. Kriegen wir also alles wunderbar hin. Luna, wir glauben an dich. Wir sind alle im Geiste, sind wir alle bei dir. Ich abstürzen, bitte. Gut. Das ist eine sehr gute Frage. Was denn? Ob er einfach bei diesem komischen Kander jetzt damit rein kann, weil er kein Epos gemacht. So. Das weiß ich leider nicht. Es ist halt auch unser erster Durchlauf. Ich war in dieser Instanz tatsächlich noch nie. Das ist für mich sehr, sehr blind. So weit war ich bisher nie. An dieser Stelle hat sich damals abgebrochen. Prinzip ist ja klar. Den Ring ins Feuer werfen. Aber bis dahin ist ein langer Weg. Ich bin perfekt auf Kurs. Sehr gut. Wir drücken die Daumen! Okay bei dir? Ja, wieso? Ja, weil, weiß ich nicht, du wirkst mir so ein bisschen nervös. Pass mal auf, um mich hier rumzutänzen, das macht mich ein bisschen verrückt. Müssen wir jetzt erst rauskommen? Das ist die andere Frage. Keine Ahnung. Du bist die Expertin. Hier in dem Spiel bin ich gar nicht. Also jetzt nicht mehr. Der Expertenstatus ist verloren gegangen. Seit wir hier in einsamen Landen sind. Ich weiß ungefähr, wo manche Sachen sind. Und bei dem ungefähr hört es dann aber auch schon wieder aus. Okay. Okay. Er kommt dazu. Okay. Dum-dum. Will-gum-gum. LP. Lip. Ah, ich sehe einen anderen grünen Fall. Ja, ich auch. Komm, was? Komm, warte, ich weiß in die Richtung. Warte mal. Da musst du hin. Ja, oder hier, wo sich alle Barriere zum Affen macht. Oder dahin. Ich habe mehrere Möglichkeiten. Hallo, Daddel. Sag mal. Macht doch gar nichts, glaube ich.
Er fragt Telirion, ob er sich das wirklich antun möchte. Oh. Meine Ausrüstung stammt aus Archet. Ja, und berechtigt ist die Frage ja nicht, ne? Sohn? Ja? Willst du Hausarrest haben? Och. Eigentlich nicht, nee. Möchtest du deine täglichen Leckereien haben? Ja. Siehst du, dann sei artig. Mach ich. Yo, Bruder. Nein! Nices Pferd. Ist bestimmt Oregano. Oregano. Nur weil dein Pferd Rosmarin heißt. Ja. Kaya, du könntest mich jetzt schubsen. Hat da gerade jemand gesagt. Das geht aber nicht. Ich stand aber gerade an einer Klippe. Also ist ja, aber gegangen. Wir laufen ja durcheinander durch. Okay, jetzt sortiert noch Skills. Ja, alles gut. Ich würde sagen, richten wir uns nach ihm, wann er bereit ist. Ja. Am einfachsten. Nein! Ich hasse Menschen. Was denn? Wir setzen uns einfach hier hin. Wir setzen uns einfach hier hin und sind glücklich. Hallo, Tachchen. Ich sehe dich. Hey, cool. Vater Abraham, was sieben Söhne. Welche Spezies gehört der Leo? Wow. Er ist ein fucking Bär. Beoringa. Coole Sache, das Alter. Sind die, die sich in Bären verwandeln können. Was? Wie im Hobbit, Beorn. Das ist ja cool. Mhm. Richtig geil. Warum kannst du das nicht? Weil ich kein Beoringa bin. Dann finde mal den Fehler. Ich wollte kein Beoringa sein. Das war doch nur ein Scherz. Ich bin froh mit dem, was ich bin. Ready? Ready, steady. Ne, weiß ich nicht. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Okay. Das, ich glaube, das heißt ja. Ja, ich glaube auch. Okay, ich guck gerade mal. Es ist hier direkt Regul da, Mann. Auf ihn oder? Ich guck gerade, ich weiß gerade nicht, wie. Bogenschützen sind die. Doch, da hinten ist ein Bogenschütze. Ja, aber er steht doch direkt am Anfang hier. Ja, vielleicht verkehrt ihn das, weil er ist ja direkt hier vorne. Wie schreibt mir nach euch? Ah, ich kenne mich damit noch weniger aus wie du, also bitte. Okay, 3, 2, 1. Attacke. Komm, was mir jetzt. Immer diese Scheiß betäuben, Alter. Mhm. Deswegen hatte ich gerade versucht, den von dir wegzulocken. Der ist jetzt gerade nicht verwundbar. Jetzt die anderen. Ah, okay. Jetzt kommt gleich der Troll. Ja. Jetzt auch den Troll, oder wie? Scheiße. Warte, also, jetzt geht gerade Rückzug, glaube ich, wieder, oder? Nee. Offen voll. Ja? Ich glaube nicht. Ich habe das Gefühl, es nimmt gerade gar keiner irgendwie Schaden. Voll. Ja, das Gefühl habe ich irgendwie hoch. Okay, er ist besiegt. Der hat aber ordentlich HP, ey. Ja. Ich glaube, den hätten wir Elite-Meister, Alter. Gleich brennen Elfen, der Porno beginnt. Aua. Und abgestimmt. Nein, Luna! Nicht ernsthaft! Nein. Bin gestern wieder.
erklär mir gleich. Weil er kann in den Wald rein. Nein! Danke! Boah. Dankeschön, Alter. Danke. Ohne dich hätte ich das geschafft, Mann. Danke! Guter Mann. Also, wo ist die Kanaille da? Die Kanaille. Haltet ein. Ich bin schwer verwundert, aber ich werde das überleben. Kommt, wir kehren in mein Lager zurück. Wir sollten diesen Ort verlassen. Okay. Time to say goodbye. Talirion, auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank, dass du uns geholfen hast. Auf jeden Fall, Dankeschön. Danke. Danke. Das hätten wir ohne dich nicht geschafft. Nee. Ich war mal ehrlich. Ich bin einfach so, okay, dass ich nicht spielen kann. Ja, sehr cool. Sehr cool. Wie gesagt, vielen lieben Dank. Ich glaube, sonst säßen wir da in 3 Tagen noch. Wie gesagt, definitiv auch nochmal von mir. Dankeschön. So wie kommt Kaya sein Bett auch näher. Die verbliebenen Orks sollten uns nicht das Schlaf rauben. Sie sind zu weit von dem Südlanden entfernt und werden sich sicher schnell zerstreuen und kaum noch Ärger in den einsamen Landen machen. Verursachen. Wir haben einen entscheidenden Kampf gewonnen. Ihr habt euch eine Ruhepause verdient, denn die Orks stellen jetzt keine große Bedrohung mehr dar. Lasst mich euch nun dabei helfen, Radagast den Braun zu finden. Ach ja, jetzt erst. Weißt du, vorher war das nur so semi. Ja, guck mal, und jetzt geht's ihm wieder gut. Ja, ne? So ein Arsch. Wir haben es auch als Solo-Version gegeben. Ja, ich weiß, wir wollten sie allerdings halt zusammen machen. Weil Kai hatte keinen Bock auf Solo und ich hatte auch keinen Bock auf Solo. Und ich will mir jetzt einmal dieses Pferd angucken, bevor ich das weiterlese. Sieht mega cool aus. Ich will das Pferd haben. Jetzt geht das hier auch schon wieder los, dass ich irgendwie Reittiere habe. Ich darf das nicht angucken. Such die. Ich kann da nichts mehr. Was benötigt ihr? So. Ich kann da nichts mehr. Ich konnte Radagast im Süden aufspüren und habe dort Freunde getroffen, die Eglein, die sich in den Ruinen der einsamen Länder niedergelassen haben. Sie sind ein ruhiges und zurückgezogenes Volk, die sich aus der Gesellschaft zugunsten eines einfachen Lebens hier draußen zurückgezogen haben. Die wenigen, die sich in zivilisierteren Gegenden der Welt vorwagen, sind immer noch anders als die meisten Leute, denen ihr jemals begegnet seid. Aus diesem Grund sind sie gegenüber allen, die den Kontakt mit ihnen oder ihren Verbündeten suchen, sehr misstrauisch und anscheinend hat sich Radagast ihre Hilfe gesichert. Nicht erst jetzt, sondern schon vor langer Zeit. Ich fürchte, ihr werdet euch das Recht verdienen müssen, mit Radagast zu sprechen. ich habe alles getan, was in meiner Macht steht. Mein Pferd wird euch nach Südosten zur verlassenen Herberge bringen. Dort sollt ihr mit Gadderick Munk sprechen. Er wird euren Namen kennen. Alles Gute. Ich bin mir gerade mit der Steinmasse. Ist gut. Macht das. Woodwurf, Fat Cat in Herr der Ringe. Das wäre geil. Fat Cat hier drin. Vor allem, welches Pferd soll uns denn bitte jetzt dahin bringen? Ach, okay, zeigt mir euer Reiseziel. Was kann ich für euch tun? Okay, dann einmal verlassen. Was? Ja, einmal verlassen Herberge. Dann brauchen wir beim nächsten Mal nicht zurückrennen. Okay. Woodwurf Self Killing Fat Cat in HDRO. Hey! Siehst du, das ging doch relativ schnell. Ja, dann kannst du mir jetzt gerne noch meine Häusle zeigen. Stimmt, dann kann ich dir jetzt noch dein Häusle in Dingens zeigen. Dann, wie spät ist es? 1:07. Oh, 1 Uhr gleich, ne? Dann werde ich gleich noch einmal kurz zu FF14 rüber. Ich will wissen, ob mein Reittier jetzt da ist. Okay, na gut, dann logge ich mich jetzt aus. Wie gesagt, Talirion, auf jeden Fall, wie gesagt, viel, viel, vielen lieben Dank. Und auf jeden Fall. Ich denke mal, wir kommen bestimmt nochmal drauf zurück, wenn wir vielleicht mal wieder Hilfe bräuchten. Das kann durchaus mal vorkommen. Huch, er ist verschwunden. Er ist weg. Mein Sohn hat mich allein gelassen. In Luft aufgelöst. Und in den Papierkorb verschoben. In Luft aufgelöst. Was? Was? Du verschiebst das in den Papierkorb. Nein, ich mich selbst. Achso, dich selbst kannst du in den Papierkorb verschieben. Dann.
Und ich war kein Zauber. Dann auch einmal raus.